So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Blood and Wine, das Next-Gen-Update Let's Play. Wir befinden uns nach wie vor in der Turnierquest rund um Vivienne und Guillaume und natürlich Geralt, der jetzt schon 2 von 3 Prüfungen bestanden hat, das Zierschießen und das Geschicklichkeitspferderennen, nenne ich es mal. Und es wartet eigentlich nur noch der Schwertkampf. Also, aber vorher trinken wir noch einen, oder? Mit dem guten Guillaume. Denn den finde ich eigentlich ziemlich sympathisch. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Ach, als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Du hast was verloren. Ich verlange Genugtuung. Du hast mich 2-mal beleidigt. 2-mal sollten ja reichen. Du verweigerst mir das Duell? Ich werde dir zeigen, was ich mit Feiglingen mache. Und an diesem Faustkampf, oh, sogar Gruppenfaustkampf. Das hatten wir. Na, hatten wir vielleicht schon nochmal, aber mit Guillaume zusammen. Das ist ja mal richtig cool. Eine richtig coole Abendstimmung auch. Boah. Boah, einen hat er. Zu null, Tai. Vielleicht solltest du dir ernsthaft überlegen, ob du ein 4:0 riskieren willst. Ich bring dich um, Mutant! Du hattest deine Chance, Herr. Du hast sie nicht genutzt. Und jetzt musst du gehen. Wir sehen uns wieder, du Kreatur. Von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Okay. Wie gesagt, diese Turnierquest ist auch immer mit der Vivienne und Guillaume-Quest verbunden.
Dementsprechend hat man quasi zwischen den Prüfungen dann immer die Storytime. Also, zurück zu ihrem Zelt. Hier waren wir ja schon mal. Schnüffeln. Oh. Achso, das ist die Blume, oder was? Niemand da. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Verschwunden. Einfach weg. Und dann dieser Vogel. Ist sie ein Fluxer? Ich sollte hinterhergehen. Am besten nicht übers Wasser. Da hinten ist er. Boah, die Rüstung, die klappert richtig. Und hier direkt unter dem Schloss von Buclair. Das ist schon was Schönes. Und hier ist anscheinend auch eine Kreatur. Die lassen wir mal weg. Da hinten scheint aber auch was zu sein. Wo führst du uns hin? Was ist denn das hier? Na komm. Wahrscheinlich nur ein Wolf oder sowas. Boah, was ist das? Was hat das für Zähne? Habt ihr es gesehen? Alter, ist das ein Puma oder was? Aber selbst der hat nicht so Zähne. Alter, was hat der für Zähne? Guck mal das Gebiss an. Junge. Noch Panther steht da im Questlog. Ja, nicht im Questlog, im Kampflog. Oder wie man das Ding immer nennt. Eieiei. Wir haben einmal gegen diese Geisterpanther in der Quest Transmutation gekämpft, aber noch gegen keine normalen. Und auch hier ist ein weiterer. Wow. Na gut, dann halt nicht. Wo führst du uns hin? In diese Höhle? Über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Weiß ich jetzt nicht, dass die Idee ist. Nimm mir dafür mal ein bisschen Katze, weil es ist echt stockfinster hier. Haben wir denn hier einen Gruftweib? Oh! Imoritium-Bomben. Oh ne. Oh ne. Das für ein Wesen. Wichte. Auch ein neuer Gegner. Gucken. Scheint es eine Kleinigkeit zu geben. Vor allem hier die Dinger, nach denen sollten wir Ausschau halten. Silber ist das hier. Reines Silber. Oh nein. Ich
Der Vogel gerade so Geräusche gemacht? Das hat sich nicht gesund angehört. Vivienne, du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Du bist also doch keine Bruxa. Eine was? Das war mein erster Verdacht, dass du eine Vampirin bist. Ein paar Details schienen darauf hinzudeuten. Aber ich lag falsch. Naja, nicht so wichtig. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Wirst du schweigen? Ich kann gar nichts versprechen, bis ich nicht weiß, was du zu sagen hast. Entscheidungen nach dem ersten Eindruck sind eine schlechte Idee, wie mich die Erfahrung lehrt. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte,
Mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für alle Mal Ade sagen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Ich glaube, ich bleibe noch hier. Wie du willst. Dann sehen wir uns morgen. Damit ist das Geheimnis um Vivienne schon mal gelöst. Sie wurde verflucht und das nicht zu wenig. Ich dachte, hier gibt es noch irgendwie einen Schatz oder so, aber... Gut. Pech gehabt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Lass mich raten. Na doch. Hier gibt es einen Schnellreisepunkt. Gut. Ja. Den Fluch müssen wir noch brechen. Aber erstmal zum letzten Turniertag. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie man diesen Fluch bricht. Aber man hat verschiedene Möglichkeiten. Und das hat auch verschiedene Konsequenzen. Nicht nur auf Vivienne, sondern tatsächlich auch auf Guillaume. Und hier sind einfach mal irgendwelche Leinwände. Cool. Aber mehr dazu später. Und ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie man den Fluch im Best-Case-Szenario aufhebt. Na gut, hoffentlich kommen da noch ein paar Hinweise. Oh, was habe ich da gemacht? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Wie so ein gefährliches, wahrscheinlich gefährlichen Feind markiert, den es nicht gibt. Es trägt mein Wappen. Frau auf einem Bären über ein gelbes Feld reiten. Sollte das hier sein? Das ist echt eine Frau. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder, ich weiß nicht, sie wenigstens trösten.
Wir lagen beide richtig. Es ist ein Fluch. Vivienne verwandelt sich allmählich in einen Vogel. Es wird schlimmer. Götter, das ist ja schlimmer als eine Krankheit. Und nun? Kannst du ihr helfen? Das hängt von ihr ab. Wenn sie mich darum bittet, werde ich es versuchen. Es ist allerdings ziemlich riskant und verkürzt die ihr verbleibende Lebenszeit auf 7 Jahre. Was? Das war nicht vereinbart. Ein schwerer Fall. Der Fluch wirkt mit jedem Tag stärker. Und ich bin ein Hexer, kein Wundertäter. Ich kenne noch eine andere Methode, die helfen könnte. Vielleicht lässt sich der Fluch durch ihr Spiegelbild brechen. In einem Wasserspiegel vielleicht. Dazu bräuchten wir allerdings jemanden, der bereit ist, die Bürde des Fluchs an ihrer Stadt zu tragen. Du meinst, sich in einen Vogel zu verwandeln? Theoretisch. Der Fluch würde durch die Übertragung abgeschwächt. Vielleicht drückt er sich nur noch in einer Vorliebe für Würmer und Körner aus. Aber kein Resultat ist ausgeschlossen, auch der Tod nicht. Ich bin bereit, das Opfer zu bringen und mein Leben für sie zu geben. Wie der Ritter König Windrangs für die schöne Königin Zerro. Das war mir klar. Aber bist du auch bereit, für den Rest deines Lebens Käfer zu schlucken? Ja. Was meinst du, welche Methode besser für Vivienne ist? Ich weiß es noch nicht. Aber du hast doch eine Ahnung, oder? Sag nicht, dass du in Erwägung ziehst, ihr Leben zu verkürzen, während ich hier parat stehe, um die Bürde auf mich zu nehmen. Ja, ich würde auch sagen, dass wir die Wassermethode wählen. Aber ich habe ein bisschen um Guillaume Angst, dass es sein Leben kosten könnte. Aber gut. Die Wassermethode ist besser. Sie bringt Vivienne nicht in Gefahr. Natürlich. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich ertrage alles. Aber Vivienne, ich fürchte, sie ist zu stolz, um einzuwilligen. Ich treffe sie nach dem letzten Wettkampf und spreche mit ihr. Vielleicht ist sie einverstanden. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Wie gut, endlich Bescheid zu wissen. Und nun? Du musst das Turnier jetzt nicht mehr beenden. Du könntest aussteigen. Ich werde mir zwar was vom Herold anhören müssen, wenn du beim letzten Wettkampf nicht auftauchst, aber damit komme ich schon zurecht. Also? Na, keine Frage. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr? Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Wenn du mit dem Schwert so gut bist wie mit der Armbrust, gewinnen wir. Viel Glück. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter! Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Doch Obacht, wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung da hoch, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus.
uns beginnen. Jubelt ihr Leute! Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. Nun gut, auf zur letzten Prüfung. Das sollte kein Problem sein. Können wir Zeichen wirken? Nein. Für Toussaint, für die Herzog. Nun steht nur noch Rabix. Der Rest ist von hinten. Okay, unsere Kameraden haben uns verlassen. Dementsprechend müssen wir auch aufpassen, weil ohne Tränke können wir auch nicht. Doch, Tränke dürfen wir. Also der zweite liegt. Boah. Boah. Ah, ist er mir in die Parade gefahren. Und jetzt nur noch du. Und natürlich auch, wenn wir gegen dich gewinnen, dann der Hauptgegner. Der Gewinner vom letzten. Ja, der in der Cutscene, ich glaube in der letzten Folge, als über, oder in der heutigen Folge war es noch, als überdimensional groß angekündigt wurde. Ich glaube, ich habe diesen Kampf hier aber auch nicht geschafft bei meinem ersten Playthrough. Weil wir relativ früh gegen alle fünf gekämpft haben. Bombs! Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Auf Rabix von Vierhorn, stark wie ein Stier. Er meisterte alles, bis hierhin mit Leichtigkeit. Vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben. Nun könnt ihr euch ausruhen. Bei euren Lieben. Es ist Zeit. Auf in die Arena. Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Vierhorn, wo liegt dieses ferne Land? Leider ist's hier gänzlich unbekannt. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Gorgon. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Okay. Auf ein letztes. Oh, wir können gar nicht ins Inventar. Das ist ein bisschen doof. Auch gegen den muss man achten. Er ist ein bisschen langsam und nach seinem Schlag kann man ihm gut von hinten die Breitseite geben. Boah. Aber treffen sollte man sich nicht von ihm. Dem Weingut Couffaut.
starke Knochen haben, musst du dich an Kufu laden. Das war eng. Und Feuer. Boah. Gut, dass der noch eingeschlagen ist. Boah. Dieses Jahr trägt Ravix von Vierhorn den Sieg davon und triumphiert damit über Grégoire de Gorgon. Hoch Ravix! Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, unseren Meister auszuzeichnen. Er hat bei der Liebe seiner Herzensdame geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun und du auch. Die Leute schauen zu dir auf. Du solltest wenigstens weggehen. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirol sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Sicher. Aber zuerst will ich dir sagen, dass ich der Ansicht bin, wir sollten die andere Methode zuerst probieren. Ich hatte mich doch klar ausgedrückt. Kommt nicht in Frage. Lass mich ausreden. Die eine Methode ist nicht zuverlässig. Vielleicht funktioniert sie, vielleicht auch nicht. Dann lass mich dich retten, oh holde Vivienne. Was machst du denn hier? Dieses Gespräch ist privat. Er ist nicht dein Feind. Seine Absichten sind gut. Es stimmt, er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Zürne nicht, holde Herrin. Du trägst die Bürde nicht mehr allein. Ich weiß alles. Du hast ihn eingeweiht? Ich weiß, dass ein Fluch auf dir lastet, der täglich schlimmer wird. Ich weiß, wie du dich fühlst. Meine geliebte Tante, die Gräfin de Longfall, hatte eine schwere Krankheit, die sie innerlich verzehrte. Sie wurde immer schwächer. Das Licht in ihren Augen erlosch. Ich weiß noch, wie sie sagte, das Schlimmste seien nicht die Schmerzen, sondern der Kontrollverlust über den Körper. Sie war so hilflos. Ich fürchte, so fühlst du dich auch. Der Hexer weiß, wie er den Fluch von dir nehmen und auf mich übertragen kann. Das ist mein Wunsch, ihn dir abzunehmen, Vivienne. Warum? Weil ich dich liebe. Ich hätte auch in der Arena sterben können. Ich wollte einen Glomar für dich töten. Jetzt sehe ich, wie albern das war, so sinnlos mein Leben zu riskieren. Aber dies, damit kann ich wirklich etwas für dich tun. Ich will dieses Leid aber niemandem zufügen. Du hast es ja gesehen. Hexer. Ich spreche dich als den Älteren und hoffentlich Weiseren an.
Meinst du, es ist eine gute Idee? Aus meiner Sicht ist es einen Versuch wert. Der ursprüngliche Fluch galt einem Ungeborenen. Ich glaube nicht, dass er sich in einem erwachsenen Mann ebenso stark manifestiert. Das spricht der Fachmann. Lass es uns gemeinsam wagen, Vivienne. Also gut. Ich war bereit zu sterben. Da kann ich genauso gut etwas ganz und gar Irres tun. Müssen wir zum Teich bei der Wiese gehen? Es ist alles besprochen. Also vertun wir unsere Zeit nicht. Gehen wir. Nun gut, Gesänge eines Ritterherzens. Sie ist gestorben. Ja gut, Guillaume, das macht ja Mut. Aber ich fand jetzt auch diesen Dialog zwischen Guillaume und Vivienne richtig schön. Oh, ein weiterer Panther. Was hat's denn heute mit denen auf sich? Boah. Was haben die für Zähne? Boah. Also, so sehe ich aus. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst es dir noch überlegen. Es wäre keine Schande. Ich bin entschlossen und wanke nicht. Wenn du es ertragen hast, ertrage ich es auch. Für mich bist du auch in dieser Form schön. Was für ein Unfug. Schließt beide die Augen und bewegt euch nicht. Guillaume? Ja, meine Liebste? Wenn du zu dem wirst, was ich jetzt bin, sollst du wissen, dass ich dich nicht verlassen werde. Stellt euch euer Spiegelbild in einer Wasseroberfläche vor. Konzentriert euch darauf. Jetzt öffnet die Augen. Oh, ich glaube, es hat geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappen würde, dass überhaupt etwas passieren würde. Ich habe dieses Ritual studiert und die Beschreibungen waren reichlich dramatisch und erwähnten eine höchst unwahrscheinliche Bedingung. Und zwar? Ein echtes Band zwischen den Betroffenen,
wahre Liebe. Wie geht es euch? Allgemein. Fühlst du einen Unterschied, Guillaume? Ich habe einen Hieb gespürt, wie von einem Rambock. Aber jetzt fühle ich mich überhaupt nicht anders. Es juckt nur ein bisschen. Bist du sicher, dass es geklappt hat? Ja, es ist auf alle Fälle etwas passiert. Unter diesem Teich liegt wohl ein Schnittpunkt. Hier ist mächtige Magie am Werk. Sieh dir Vivienne an. Und jetzt? Jetzt lebt ihr glücklich bis an euer seliges Ende. Beobachtet euch jedoch sorgfältig. Wenn ihr irgendwelche besorgniserregenden Symptome feststellt, kommt zu mir. Natürlich. Ich danke dir, Gerald. Oh, hier dein Lohn. Oh, endlich! Ich muss so vieles nachholen. Bälle besuchen, ferne Länder erkunden. Endlich frei. Wie ein Vogel. Du bist ja drollig. Das hatte ich noch nicht bemerkt. Aber du wirst doch nicht ohne mich davonfliegen? Das wird sich noch zeigen. Doch auch ich muss dir danken, Hexer. Keine Ursache. Passt auf euch auf, ihr zwei. Gesänge eines Ritterherzens. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt auch, warum das hier wirklich eine meiner absoluten Lieblings-Nebenquests in The Witcher 3 ist. Ich würde sogar so weit gehen fürs gesamte Spiel und nicht nur für Blood and Wine, weil sie einfach dieses Thema der wahren Liebe, des Charmes, auch, ja, irgendwo hat es was mit Schönheitsbildern und Idealen zu tun. Man kann auf jeden Fall, würde ich sagen, viel hineininterpretieren und das mache ich auch gerne. Und mir hat die sehr gefallen und muss schon sagen, gerade wenn man hier das in Anführungszeichen Happy End wählt, man kann auch leider zwei nicht so schöne Enden wählen, dann aber macht es viel Spaß, wenn man eben das Richtige erwischt. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen und ich würde sagen, wir haben ja noch eine unserer Lieblingsbeschäftigung offen, nämlich die Weinfehde von, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Belgard. Belgard sagt mir irgendwie auch was, unabhängig vom Spiel. Nun gut, gucken wir mal, hier sind ja die Palästgärten. Hier haben wir auch unter anderem die Prüfung am Anfang gemacht mit Herzogin Anna Henrietta, um ja, das dritte Opfer zu erwischen, oder war es schon das vierte? Ich glaube, es war sogar das vierte. Haben es leider nicht perfekt mehr hinbekommen, aber so ist es halt manchmal. Oh, und das ist genau hier tatsächlich. Gut, da machen wir das vielleicht noch. Ich müsste aber erstmal ein paar Sachen verkaufen. Dementsprechend gehe ich erstmal zum Turniergelände. Verkauf ein paar Sachen, sonst sind wir zu schwer. Und dann machen wir noch am Ende der Folge die restlichen Arbeiten für die Weingüter. Und meditieren sollte ich auch mal. Ich glaube, der hat uns aber immer einen guten Preis gemacht. Ist eigentlich die Rüstung, die wir hier haben, stärker als unsere? Ja. Oha. Wir haben auch das Schwert bekommen. Auch das ist... Boah. Aber sehr viel stärker. Ja, wobei Iris ist noch stärker. Ich nehme jetzt trotzdem mal die, wie gesagt. Gut. Und halt unser Silberschwert. Aber das ist ja auch das Großmeister. Jawohl. Cool. Ne, dann lassen wir doch auch die Rüstung jetzt ein bisschen an. Ist ja auch ganz cool. Das Schwert sieht auch üppig cool aus. Das neue. Freut mich. Damit haben, ihr habt es ja auch gesehen, das Achievement wurde eingeblendet. Das ist teilweise leider super unzuverlässig. Manche Achievements werden eingeblendet, wenn man sie erreicht. Die allermeisten aber nicht. Ich glaube nur die geheimen oder die Story-relevanten. Hoffentlich hat er wieder ein bisschen Geld. Das sollte reichen.
Das brauchen wir nicht mehr. Die behalten wir natürlich. Die auch. Ja, sonst haben wir ja gar nicht viel. Ah, den Sattel haben wir halt noch neu. Brauchen wir auch nicht dreimal. Was ist denn der Vorteil von denen? 90 Ausdauer. Bis dann. Okay, irgendwie hat das nicht viel gebracht. Das müsste ich dann mal zu unserer... Ey. Das müsste ich dann mal nach Corvo Bianco bringen, den ganzen Stuff. Gut. Vielleicht sind wir gleich überladen, höchstwahrscheinlich. Macht aber auch nichts, dann ist es halt so. Also, ins Getümmel. Dann haben wir auch diese Quest abgeschlossen. Ja, das war jetzt schon wirklich eines der Highlights, würde ich sagen, von den Nebenquests. Eigentlich auch ein bisschen schade. Was kommt noch so Blood and Wine Nebenquests? Ja. Also die zwei ganz großen Nebenquests, die mir im Kopf geblieben sind, einmal die hier mit den Weingütern. Oh, und das sind jetzt mal Krabbspinnen. Danke. Krabbspinnen sind mir tausendmal lieber, auch wenn sie giftig sind. Aber tausendmal lieber als die Archesporen. Was waren das? Insektuin, ne? Nee. Haben wir's. Ja. Oder war es was anderes? Keine Ahnung, hab's vergessen. Die sehen aber auch cool aus, die Krabbspinnen. Und gute Nacht. Geralt, was machst du? Gut. Also, das erste Fragezeichen haben wir, ein Monsternest. Die sind ja, wie gesagt, immer relativ selten und auch mit die besten Fragezeichen, zumindest für Zutaten und so. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriaken loswerden möchte. Vergesst niemals auch die Monsternester immer noch zu plündern. Das haben wir. Ich gehe mal weiter hier. Oh Gott, die sind schon weit auseinander hier, die Fragezeichen. Ja, geht's ohne Plötze wahrscheinlich nicht, aber man kann hier wenigstens durch die Weinreben durchlaufen. Die hat man so ein bisschen transparent gemacht. Entschuldigung. Ich glaube, das hier oben ist an Tessa Mutner. Oder? Da geht es auf jeden Fall für das Finale von Blood and Wine hin. Das kann ich euch schon mal spoilern. So ein bisschen wie dieser Tentel von Lilvani in Hearts of Stone. Ähnlich verhält es sich mit diesem Ort und Blood and Wine. Oh nein. Hier müssen diese komischen Würmer wieder sein, die aus dem Nichts kommen. Dann können wir auch noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Verlassene Städte. Und das ist ein Gorgo, oder? Du bist ein Gorgo? Sicherheit. Ich brauche deinen Magen. So weird sich das anhört. Und er haut mir einen rein. Und es hat mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr gespeichert. Das ist halt echt nervig, immer mit diesen Fragezeichen, wenn man da nicht speichert. Das muss ich mir auch mehr angewöhnen. Ja. Verstehe ich nicht, dass man da nicht so einen Speicher 100 Meter vor den Dingern immer macht, aber gut. Wird es auch Gründe für geben. War das jetzt hier? Aber das war zu 100% ein Gorgo. Er hat uns zwar ziemlich schnell weggehauen, aber schon ein bisschen merkwürdig, wie schnell. Das sind echt wie diese Würmer. Also dann lieber Gwen. Die anderen Tränke wirken noch. Ich hätte jetzt mal speichern können. Boah, gut, dass Geralt sein Schwert nicht rausholen will. Boah. Das Ding ist...
Speit er Feuer? Allen Ernstes? Oh, nein. Ach, ich bin aber auch ein Esel. Warum speichere ich denn nicht? Warum ist denn das Ding so krass? Was geht denn jetzt ab? Ja, das war jetzt aber selbst verschuldet, also dumm. Dumm. Ja. Das hätte hier deutlich schneller gehen können. Nun gut. Das Ding ist aber auch ochsestark. Was ist denn da los? Also, dankeschön. Ich glaube, da brauchen wir einfach Drakuinöl. Und da ist ein V, lol. Das gesehen? Der haut einem halt mit dem ersten Hieb schon das Schild weg. Feuerspein, er kann mit seinem Schwanz schwingen und hat noch so ein komisches, betäubendes Getöse. Also das Ding ist nicht ohne. Ja, und jetzt fliegt er auch noch weg. Habe ich denn hier echt nichts ausgerüstet? So. Boah. Sag mal. Geht nix rein. Das Ding ist echt nicht zu unterschätzen. Boah. Das hau dir ja mit allem einen rein. Jo, ja moin. Jawohl. Ach Gott, was ist denn das für ein Gegner? Was haben sie mir denn jetzt hier aufgetischt? Ja moin. Feuerspeien kann es auch noch. Endboss-Gefahr. Haben den heimlichen Endboss von dem Spiel gefunden. Ach du Scheiß. Was ist das für ein Vieh? Den kriegst du ja kaum platt. Ich mach keinen Witz, Freunde. Ich habe auch noch nie gegen so ein Monster gekämpft. Was es auch immer ist. Und auch wichtig, die Armbrust. Was ist das denn jetzt? Nee, Gwen. Ich würde mal sagen, Nordwind. Als ob. Was ist das? Was ist das für ein Viech? Rauf. Den mache ich noch. Aber dann beenden wir, glaube ich, auch die Folge. Weil die anderen sind dann zu lang. Machen wir am Anfang der nächsten. Was ist das für ein Viech? Ruah. Ich war wahrscheinlich auch nicht voll. Keine Wahl. Aber er ist immer irgendwie einen Schritt weit weg.
Natürlich. Natürlich, was ist das? Was für ein Viech! Halleluja! Das ist ja zu krass, das Ding. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Nee. Das habe ich noch nicht gelebt. Und das am Ende einer so schönen Folge. Nein, jetzt kommt der Frustbolzen. Mal wieder meine Brille aufziehen. Die bringt Glück. Schleimlinge. Eieieiei. Was ein Gegner. Doch kein Gorgo. Gut, schön. Tillyfeld haben wir freigelegt. Dann loote ich den natürlich schön. Das wäre schrecklich geendet, hättest du uns nicht geholfen, Hexer. Gut, dann beende ich doch diese trotzdem im Gesamten wunderschöne Folge. Das Turnier haben wir abgeschlossen. In der nächsten Folge, genau, machen wir uns hier noch um die drei weiteren Sachen. Ritter zu Diensten, das ist auch mal eine Quest, die wir machen sollten. Ich glaube, hier geht es darum, auch weitere Fragezeichen zu machen. Also man hat hier versucht, die Fragezeichen noch mehr an Nebenquests zu knüpfen, was ich sehr gelungen finde. Dann sollten wir unbedingt nochmal das Gwent-Turnier machen, aber zuvor erst noch die ganzen Skelliger-Karten bekommen. Und natürlich haben wir noch tausend andere hier, die Hexeraufträge, die Schatzsuchen. Ach, hört mir doch auf. Gut, das sind noch die aus dem Hauptspiel. Also, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.